Willkommen zu meinem ersten App-Review. Und ja, dieses Mal möchte ich euch das Spiel Traffic Rush vorstellen. Es ist von den Machern Donut Games. Und ja, ich zoome einfach mal ran. Und da seht ihr auch schon an dem Header, um was es sich handelt. Und zwar um Autos. Deswegen auch der Name Traffic Rush. Ja, darunter habt ihr dann drei Buttons. Einmal More Games, einmal Options und einmal Start. Und ja, More Games kommt ihr halt auf die Seite von Donut Games und seht alle Spiele von denen. Dann Options ist eigentlich unwichtig. Da seht ihr nur Fun Stats, Help, Credits und Global Stats. Und bei Start startet halt das Spiel. Und ja, ihr müsst eigentlich nur die Autos von einer Straßenseite zur anderen befördern, ohne damit irgendwo was zusammencrasht bzw. zusammenstößt. Und könnt dabei eure Autos schneller machen, stoppen und wieder langsamer machen. Und ja, ich demonstriere das jetzt einfach mal in einem kurzen Beispiel. Dort ist das Auto. Ich schiebe es rüber. Jetzt ist es gestoppt. Und einfach mal, ich crash jetzt einfach mal irgendwo. Muss mal gucken. So, zusammengecrashed. Und ja, jetzt sehen wir hier nochmal Dateien oder beziehungsweise Daten von unserem jetzigen Spiel. Einmal den Score, wie viele Autos wir rübergebracht haben, ohne zusammenzustoßen. Dann die Durchschnittsgeschwindigkeit und wie lange wir gebraucht haben für die Runde, in diesem Fall 13 Sekunden. Dann die besten Stats aller Zeiten, die ich bis jetzt hatte, waren 296 Autos, die ich rübergebracht habe. Und dann Daily ist halt, wie viele Autos ich an diesem Tag am meisten rübergebracht habe. Und ja, das war's eigentlich auch schon zu diesem Spiel. Wie gesagt, Copyright liegt bei Donut Games. Und ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Haut rein und tschüss.